So, Maschenprobe sieht jetzt wieder jungfräulich aus. Jetzt zeige ich euch den Stielstich, mit dem ihr die Konturen für die Teddles-Familien-Pullover aufsticken müsst. Das wären jetzt hier die Nase, der Mund oder hier dieses Knipsauge. Das wird mit dem Stielstich aufgestickt. Ihr könnt immer ungefähr sehen, was heißt ungefähr, ihr könnt es ziemlich genau sehen anhand der Zeichnung, wo genau fängt das Ganze an und wo muss sich lang und wieder ändern. Enden. So, ich mache das jetzt immer so ein bisschen nach Gefühl. Ich habe zuerst den Mund aufgestickt, sodass ich da auch die Mitte treffen kann. Ihr könnt aber auch hingehen und euch den Verlauf mit Stecknadeln hier einmal aufstecken, damit ihr genau wisst, wo muss jetzt hier dieser Bogen eigentlich überhaupt langlaufen. Und das ist also ein gutes Hilfsmittel oder halt Hilfsfäden, dass ihr die erstmal einstecht, wo genau muss die Kontur eigentlich langlaufen. Wie gehe ich also jetzt vor beim Stielstich? Im Prinzip ist der ähnlich wie der Rückstich oder Steppstich. Aber eine kleine Variante davon. Ihr kommt jetzt irgendwo hier, wo ihr gerne möchtet oder wie es eben hier laut der Schemazeichnung am besten passt, kommt ihr jetzt hier raus. Ich komme meistens so neben einer Masche raus und zieht den Faden erst einmal raus. So. Wenn ihr jetzt den Steppstich machen würdet, zeige ich jetzt nur mal, dann würdet ihr ja so ein Stück weiter vor wieder einstechen und kämt dann an derselben Stelle wieder raus, wo ihr vorher rausgekommen seid. Beim Stielstich kommt ihr jetzt nicht am Ende wieder raus, sondern in der Hälfte. Also ihr kommt nicht hier raus, sondern hier, ungefähr bei der Hälfte. So. So wichtig beim Stielstich, wenn ihr den stickt, seht zu, dass der Faden immer unten liegt beim Sticken. Nicht hier oben, dann läuft er nachher falsch. Also unten. So. Jetzt heißt, ich bin hier bei der Hälfte rausgekommen. Wenn ich jetzt weitermache, jetzt müsst ihr für euch überlegen, ob ihr eine ganze Masche nehmt für die Größe oder ob ihr eine halbe nehmt. Das kommt jetzt darauf an, wie in welcher Größe euch die besser gefallen. Tastet das erstmal so ein bisschen ab, wie es euch gefällt. Achtet nur darauf, dass dann möglichst die anderen Stiche auch genau die gleiche Länge haben, damit es ordentlich aussieht. Ich nehme jetzt mal eine ganze Masche. So, jetzt komme ich für den Stielstich hier wieder raus. Achtung, das ist nicht das, wo ich vorher rausgekommen bin. Das wäre hier. Also wäre jetzt die Hälfte tatsächlich da, wo schon dieser Faden von dem ersten Stielstich ist. Da kommt er raus und zieht es wieder raus. Faden liegt unten. So, auch hier nicht zu stramm ziehen, schön drüber legen. So, als nächstes wieder. Ich gehe wieder eine Masche weiter und komme diese Masche unterschlage ich quasi, komme hier wieder raus und das ist die Hälfte der Strecke von dem, wo ich vorher rausgekommen bin. So, das ist wichtig. Also eigentlich immer da ansetzen, wo ihr den Faden seht. Das mit der Hälfte genau beachten, das müsst ihr nur beim ersten Stich. So, ziehen, weiter. So, und jetzt, wenn ihr jetzt eine Richtungsänderung machen müsst, eine kleine Kurve, dann geht ihr halt nicht so. Dann geht ihr so ein bisschen schräg nach unten, kommt dann da wieder raus, wo der Faden schon zu sehen ist. Wie gesagt, nicht der Faden von diesem Stich, sondern von dem davor. Das ist das Wichtige. So, ziehen. So. Jetzt möchte ich noch ein bisschen weiter runter gehen, also steche ich nochmal so ein und komme da wieder raus. So. Seht ihr? Und jetzt verläuft der Faden schon nach unten. Wie weit die Kurve ist, müsst ihr entweder im Gefühl haben oder eben vorher wirklich mit den Stecknadeln abstechen. So, jetzt geht er ein bisschen nach unten. So, wenn ich jetzt wieder nach oben möchte, mache ich das gleiche. Dann steche ich ein bisschen weiter oben ein. Ich mache das jetzt mal ein bisschen grob hier. Oben ein und komme an dieser Stelle wieder raus. Hälfte Strecke zum Faden hier, ne? Immer bedenken, Hälfte Strecke, nicht da, wo der Faden wieder rauskommt. So, also nochmal, ein bisschen weiter oben,
So. Und jetzt gehe ich wieder hoch. Wichtig, der Faden, dieser Faden liegt unten. Ich zeige euch, was passiert, wenn ihr den aus Versehen nach oben legt. So, wenn ihr jetzt weiter nach oben geht und den Faden oben liegen lasst, da haben wir hier Chaos. Der muss immer unten liegen, damit die Linie auch schön aussieht. So, dann wird also quasi immer von dem Faden, der rauskommt, in Schach gehalten. Ne? So, jetzt habe ich hier, was auch immer das sein mag, aber mal runter. Man kann sanft runtergehen und streng wieder hoch. Man könnte auch genauso gut wieder eine Kurve nach oben machen können. Also damit kann man eigentlich sehr schön malen und der ist wirklich, wirklich, wirklich nicht schwer. So, und das Ganze, wenn ihr jetzt aufhören möchtet mit dem Ganzen, dann stecht ihr einmal noch hier hinten ein und fertig ist. Jetzt könnt ihr das Ganze auf der Rückseite vernähen und habt da eine wunderschöne Stielstichform, was auch immer, ein Dreieck, es könnte ein Häkchen sein. Mal gucken, ich überlege nochmal, was ich draus mache. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wie es geht und jetzt könnt ihr euch wirklich dran machen, ruhig dran trauen, diese kleinen Pulloverchen zu stricken. Die alle wird es übrigens geben, von der Größe 50 angefangen bis rauf zur Größe 116. Bei den größeren Größen, also ab Größe 98, wird das Froschgesicht ein bisschen größer. Also ihr kriegt zwei Motive, weil auf so einem sehr weiten, je weiter das wird, desto verlorener wirkt das Motiv. Deswegen habe ich die größeren Größen ein etwas anders dimensioniertes und etwas größeres Motiv gemacht. So können eigentlich die Kinder bis zum Kindergartenalter mit diesen Pullovern groß werden. Und vielleicht jedes Jahr einen anderen tragen. Das kommt drauf an, wie ihr Lust habt, das für eure Kinder zu stricken bzw. zu besticken. Ich würde mich freuen, wenn euch das Ganze Spaß macht, wenn euch die Sachen gefallen. Über ein Feedback freue ich mich natürlich immer. Und würde natürlich auch gerne Fotos sehen. Also schickt mir ruhig welche, wenn ihr mit anderen Farben gearbeitet habt, mit anderen Materialien oder wenn ihr es auch genau so gemacht habt. Mich interessiert halt ganz einfach, wie kommt das Ganze an und was habt ihr daraus gemacht. So, jetzt seid ihr ganz gut gerüstet, also würde ich sagen, heute haben wir den Mitte August, den 11. August, ja genau. Ich hoffe ganz stark, dass ich so um den 20., spätestens 30. September alle Anleitungen fertig habe und die dann auch euch anbieten kann. Dann habt ihr gleich schon kuschelige Geschichten für den Winter für eure Kleinen.